Hallo Leute, wir sind hier beim Hallöchen. Pokalspiel in Brühl. Und der Tobias ist dabei, der Karim ist nicht dabei, der ist in Trier. Schöne Grüße an ihn, ne? Ja klar, auf jeden Fall. Und jetzt haben wir hier Pokalspiel. Wir sind schon während des Spiels. Leider vor dem Spiel habe ich es leider total vergessen. Geht das Spiel gerade hier los? Ich hoffe, dass es ein Pokalsieg wird. Was sagst du dazu? Ah, ja, wird schwierig, aber die Jungs packen das. Ja, das hoffen wir. So. Auf jeden Fall. Und wir wünschen euch viel Spaß bei diesem Video. Und auch danke für 90 Abonnenten. So, ich wünsche euch viel Spaß. Des FCNF 05 und dem 1. FC Köln gegenüber. Ja, das kenne ich auch nicht. Das wird auch komplett ganz neu für mich. Die Partie wird geleitet von Schiedsrichter Marc Jäger. Erster Schiedsrichterassistent ist Francisco Lahora Julian und zweiter Schiedsrichterassistent ist Dominik Becker. Fünf Minuten zu spät. Jungs, da hinten! Kommt, Jungs, rein damit. Renn mit dem Ding! Scheiße! Noch nicht. Weiter, weiter! Ja, bring rein. Rein in den Ding! Oh! Schön gespielt, Ivo. 1-0. Hätte ich auch am liebsten. Komm, der ist rein, geht, komm! Renn mit dem Ding! Ja! Oh! Ja, immerhin schon. Nein, 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 nein! Mann! 1-0 für Hennef. Das geht ja gut los. Komm, dreht das Spiel, Leute. Kommt, FC. Der war nicht da. Mach, mach! Yeah! Yeah! 1-2! Hey! Endlich! FC! Come on, FC! Endlich kommt er mal, was hier. Sei ruhig, Scheiße. Was macht da rum? Was können wir denn dafür, wenn wir ihre Spieler da rum liegen? Der hat geschossen, ey. Sag mal was durch da hinten. Zehner. Zehner und Kavane, hätte ich jetzt gesagt. Weiß ich nicht. Erste Halbzeit ist vorbei.
Es ist 1:1 ausgegangen, die erste Halbzeit. Mal gucken, was der zweite Halbzeit noch erfindet. Zwischen dem 1. FC Köln und Hennef 05, 1:1. Nee, ich meine, aber die sind so, zweite Halbzeit. Wow. Aus und es ist 2:1 für Hennef. Ach, das gibt's doch nicht. Mann. Ach, meine Güte. Kann man nur noch dazu sagen, ey. Super Scheiße. Der erste Hennef 05. Es ist 2:1. Torschütze war der Spieler mit der Nummer 9, Dennis Obo. Dennis. Wir haben jetzt noch 5 Minuten. Wenn der Kümpel angefangen hat, also mehr als 10 haben wir auf gar keinen Fall. Ich glaube 5 Minuten. Daneben! Ihr könnt nichts, der geht daneben! Daneben! Der Ball, der geht sowieso daneben! Nein, der geht drüber! Wir machen das jetzt lieber am Tuss. Daneben! Ganz daneben! Weg damit! Muss dich doch! Lieber am Tuss, du kannst nichts, muss dich doch! Ja, es ist da! Es ist da! Ja! Verlängerung! Hey! Ich dachte doch in der letzten Minute! Yeah! Hey! Absolut geil! Yes! Ole, ole, ole! FC Köln! FC Köln! FC Köln! Hinein! Komm, ihr könnt es! Los! Oh. Ist doch nicht zu Ende! Mach! Los jetzt! Wow! Ich glaube, wir gehen wieder mal über ein paar Minuten drauf. Komm! Jetzt! Er hat schon Geld! 2:2 noch. Wir machen das Team spannend. Weil verlieren will hier keiner. Nee. Los! Jetzt! Oh! Boah! Jetzt erst nach 2:2. Mit dem Ding! Ja, schlimmer als Elfmeterschießen. Komm! Ja! Ballo! Ja, FC! Hey! Komm da hoch hier! Yes! Hey! Aber der erste FC Köln trifft zu. Yes! Zwei Torschütze mit der Nummer 10, Sinan Kamel. Passt doch! Ja! Jetzt! Komm, Leute! Ah, Iso! Ja, nee! Ah, gut wiedergeholt! Komm, Kevin! Nee, sogar nicht, Kevin! Sehe ich die Spieler, die es gar nicht sind. Wow, ja! Schwierig, 5-8. Ja! Jetzt!
Hey, hey! Ja! Yes, yes, yes! Ja! Ja! 4-2! Yes, yes, yes! Ja! Erster Fußballclub Köln! Erster Fußballclub Köln! Erster Fußballclub Köln! Leo, 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 Leo! Apfelfilme Endspiel. Yes! Den IKK Klassik. Ja! Der B-Junior. Kurz vor Schluss. Ja! Für den ersten FC Köln entstand. Ja! Zwei. Yes, yes! Hey! Drei. Absolut geil, ne? Hammer, ey. Wie ja. Geil. Wir haben noch gewonnen. Letzten Sekunde, ey. Und das noch genau beim Abpfiff, das Tor, ey. Ja, aber sie war gerade selber schuld. Der Motto und den Spielern, weißt du? Ja. Das muss man echt sagen. Komm doch mit! Jut, ihr spielt, Leute! Na klaro! Hm? Danke! Super. Danke. Danke für die Unterstützung. Bitte, bitte. Danke. Bitte. Und jetzt schon mal frei Tobias! Ja, alle auf die Tribüne! Habt ihr euch verdient, Leute! Einfach abgefahren, ne? Nächstes Jahr wird es mir wieder fallen. Ja! Aber dieses nächste Jahr wird es nicht ganz so eng. Nee, hoffen wir mal nicht. Brühl, Brühl, ich fahre wieder nach Brühl. Da kommen die Hände vor. Ja. Man sieht aber schon, dass sie selten aus dem 140. Auf Wiedersehen! Komm. Ja, Spaß! Das muss man ihn lassen. Ich glaube, das Soundtrack. Genau. Ja, die Sonne da hinten ist dort.
Da wieso mal stellen, wo wenig Sonne ist. Ach hier. Hinter dir genau. Ja, dort ist besser. Aha, jetzt geht es los hier. Foto machen. Kunde, wo ich das nicht tun kann. Genau! Können wir jetzt singen? Wir machen. Fällt gar nicht auf! Sieht aus wie neu. Genau! Hat man da Kleber? Pokal mal kurz nehmen. Genau. Ich nehme den Pokal. Oi, 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 oi. Skandal hier. Chris,
Ich könnte noch mal zum Trainerteam gehen, das ist auch gut. Außerdem gehen wir ja noch in die Dusche. Ah ja, ist gut. Ja, auch. Hallo. Hey. Komm mit. Ja, das verdient. Photoshooting hier. Was wollen die uns denn geben? Hast du mega geil gespielt. Sag mal die Urkunde. Absolut geil. Was wollen die uns denn geben? Keine Ahnung, die Pokal. Nee, Trikot. Ja genau, wir wollen alles. Ja, die wollen von uns ein Trikot. Das U17 Finalspiel gegen Hennef und wir haben gewonnen! Jawoll! Ja! 4-2, liebe Leute! Ja, 4-2. Das 4-2 ist gefallen, wo genau Abpfiff war. Ja, kurz Abpfiff davor. Geil. Hammer Spiel. Ja, jetzt kommen wir nach das Finale Fortuna gegen Viktoria. Hoffentlich wird das auch so geil wie hier. Auf jeden Fall hat mir richtig Spaß gemacht. Oh ja, ey. Und so. Es wird eine feuchtfröhliche Angelegenheit. Ja, das wird auch noch. Jetzt kommen welche. Oh, oh, oh. Der ist leer, das ist leer. Container. Nee, wir auffüllen. Auf jeden Fall, gib einen Daumen nach oben und knack die 100 langsam bei mir. Und tschüss. Jetzt sowieso, ciao.